Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute für das Spiel Left to Survivor. Ich werde es mal starten. Ich habe es mir auch schon heruntergeladen. Mein Account ist auch da. Also, ja, es geht weiter. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ich habe da extra ein Dingens reingeschrieben. Ein Makro für Leertaste. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt auch da ist. Okay. Dann müssen wir erstmal bauen. Geld abheben. Eine Fabrik. Oder machen wir erstmal Nahrung. Dauert eine Stunde. Das dauert 30 Minuten. Das dauert 30 Minuten. Das dauert 5 Minuten. Nehmen wir das. Ich denke mal, das ist das schnellste von den ganzen. Oh, schon zwei Queste fertig. Und dann muss ich jetzt PvP spielen. Ach, der lädt noch runter. Muss auch noch herunterladen. Die erste ist komplett fertig. Ah, da können wir mal gucken, ob ich das Makro noch mal neu reinschreiben muss. Dam, 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 dam. Also hier unten. Na. Fortfahren. Okay, das heißt, ich muss Vollbild wegmachen. Darauf gehen. Und jetzt im Makro schreiben. Das wird ein bisschen. Licht. Was da oder da? Spielsteuerung anzeigen, bearbeiten. Öffne den erweiterten Editor. So, da sind wir. Ziehen, bewegen. Ich glaube, das was hin bewegen. Space. Speichern.
Was ist der da oben? Hier muss der da gewesen sein. Ja, speichern. Und probieren wir nochmal aus. Da ist Space. Sich nicht mehr. Er bewegt sich nicht. Ich kann ihn nicht bewegen. Okay. Wow. Was ist das hier? Dauerfeuer. Ah, was ist denn jetzt los? Ah, auch witzig. Immer wenn ich schieße, dreht er sich irgendwo hin. Es kommt, weil ich da auch noch Bewegung drin habe, ja? Also, nochmal zu der. Was ist jetzt los? Ah. Ja, schon fertig. Wie lange dauert das hier? Auch 5 Minuten aufwerten. Okay. Dann muss ich noch mal kurz zur Bearbeitung gehen. Bearbeiten, Anzeigen bearbeiten. Ah ne. Editor. So. Space müssen wir erstmal löschen. Tippspot. Ist das hier Space speichern. Okay. Vollbild. Okay. Jetzt haben wir es so eingestellt. Jetzt können wir
Was habe ich denn noch hier? Beginn der. Oh, danach muss ich noch ein Gebäude bauen. Gebäude, was umfällt, wozu es zerstört. Okay, habe ich Leute dafür? Neuer Gegenstand. Sie ist ein Gegenstand. Auch gut. Okay. PvP, da muss ich jetzt irgendwie auch gleich rein. Kiste öffnen. Ich habe 7 Stück geöffnet. 3 muss ich noch. Das sind aber die Saisonquests. Wo sind die Dailies? Ach, hier hinten sind die. PvP. 4 Kills. Er lädt immer noch runter. Bessere deine Waffe. Warum macht die keinen Schaden? Okay. Hinten durchrutschen. Ereignispunkte 3000. Öl vom Bohrer sammeln. Basisüberfall abschließen.
Das geht noch nicht. Bestimmt ganz links, also zwei müsste ich haben. Zuweisen. Eine zugewiesen. Also habe ich nur einen. Dann muss ich Region 3 haben. Abgeschlossen. Na gut. Mein Platz ist auf 25. Ist doch gut, oder nicht? Geld habe ich noch genug. Ah, ich brauche Sachen irgendwie. Ah, ich wollte jetzt erstmal Lager auf 5 Minuten. Gut. Questbuch? Nein, aber Questbuch. Shop. Da ist Questbuch. Belohnung abholen. Super. Aber jetzt geht's zum PvP. Da. Oh jo, ist auch fertig. Perfekt. 1 gegen 1. Oder 5 jetzt. 2 gegen 2. Ich probiere erstmal 2 gegen 2. Okay. Dann machen wir uns mal bereit. Ein bisschen Dehnübungen. Gedehnt. So. Ah, da ist einer. Wir haben Gegner gefunden. Das bin ich, Red Bartak. Okay. Boah, ein Schuss.
Ja. Niederlage. Drei getötet. Ich habe doch drei getötet. Die haben acht. Okay, ich kann sein, dass ich achtmal gestorben bin. Belohnung abholen. Ich musste dreimal PvP machen. Das war jetzt einmal. Dann spielen wir mal 1 gegen 1. Wir warten und wir warten. Ach, komm schon. Ach, doch. Okay, ich kann auch mal nach links rüber. Heilung. Und wieder zurück. Ein Schuss und nachladen. Und wieder Heilung holen. Okay, dann noch eine Runde PvP. Eine Stunde. Ne, 30 Minuten war das. Der eine Stunde. Und der ist auch eine Stunde. 30 Minuten. 8 Minuten. Belohnungen abholen. Jawohl.
Zweimal Gold Video anschauen. Wo kann man zu die Tagesqueste? Ich hoffe, jetzt habe ich es mir gemerkt. PvP-Kills mit Maschinengewehr. Mit Maschinengewehr. Wie kann ich mir mein Maschinengewehr ausrüsten? Und dann gehen wir nochmal in PvP rein. Ausstattung. Ich habe die hier gerade. Ich habe gar kein Maschinengewehr. Mal 45. Kann ich mir irgendwie nicht leisten. Da muss ich Stadtzentrum freischalten. Ich höre schon das Höchste. Dann habe ich die Schrotflinte noch. Aufwerten. Auch schon über das Höchste aufgewertet. Macht 242 Schaden. Und ich habe dann noch Scharfschützengewehr. Stadtzentrum 5 muss hier freischalten. Es wird nach den drei bestimmt aufhören. Okay, das dauert jetzt 40 Minuten. Das dauert ein bisschen. Region 2 muss ich durchspielen. Probieren wir mal mit dem Scharfschützengewehr. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Quest. Jetzt probiere ich nur einmal kurz den Scharfschützengewehr zu schießen. Und da ist schon einer. Ich bin 341, er ist 294. Da hinten ist er. Heilung, Heilung. Oh, ich glaube, er hat mich erwischt.
Also Scharfschützengewehr ist gut. Dreimal schießen, wenn ich dreimal treffe, ist er down. Okay, das war nicht die Quest, aber ich habe gewonnen. Ja. Gut, dann war es doch eine Quest. Belohnung abholen. Eine war nur Wettbewerb-Quest. Gut. Wie kann man seine Ausrüstung ändern? Hier drauf. Hauptwaffe. Ich möchte mich die jetzt als Hauptwaffe haben. Ausrüsten. Leer. Hubschrauber. Okay. Ein Überlebender habe ich erst in mein Lager. Noch einmal in eine Kampagne rein. Oh, warte mal, der ist fertig. Basisüberfall soll ich machen? Lädt er noch? Oh, geht aber schnell. Noch schneller gehen. Okay. Gegner finden. Starten. Du erhältst null. Starte trotzdem. Kein Problem, wenn ich nichts kriege. Kein Schuss mehr? Überhitzt? Achso. Gegner finden. Starten. Der hat auch wieder nichts. Egal. Aber die mehr als ich. Lassen. Ah.
Und warte mal, ja. Okay. Fortfahren. Wie viele Überfälle muss ich machen? Denn auch nichts. Kein Problem. Ist ja nur zu üben. Also ist eigentlich gar kein Überfall, ist nur eine Übung. Okay, Nummer 1 ist weg. Drei Sterne. Schön. Aber das ist jetzt auch fertig. Waren drei Überfälle. Ich brauche ein Maschinengewehr. Maschinengewehr ist hier. Was ist das billigste Maschinengewehr? R2. Ah, nein, immer noch nicht. Gut, kriegen wir die Schrotflinten auch noch hier alle weg. Und die Scharfschützengewehre auch. Kisten. Eine kostenlose Kiste. Da mache ich noch ein Kampagnenspiel und das war's dann, würde ich sagen, für heute. Da brauche ich Scharfschützen. Maschinengewehr. Hier ein Scharfschützengewehr. Okay, habe ich. Ich bin gespannt, was ich jetzt da machen muss. Bestimmt schießen auf Zombies. Mensch, ich sehe ihn da gar nicht. Okay.
Haben wir gemacht. Da würde ich gerne die Schrotflinte eigentlich nehmen, aber geht nicht. Weil mit dem. Probieren wir noch einmal. Einmal probieren wir noch die Runde, wo ich immer sterbe. Das ist ja eigentlich als grün dargestellt. Das müsste. Das ist eine leichte eigentlich. Warum habe ich die zweimal nicht geschafft? Was mache ich da am falsch? Jetzt war es richtig. Also ich muss auf die, wie heißen die, Zombie-Bomber, auf die musste ich gehen. Ach ja. Und die müsste ich jetzt noch durchspielen, damit ich da weiterkomme. Mache ich natürlich jetzt nicht. Wird mir alles so lange dauern. Muss ich auch gleich los. Story abgeschlossen. Hier kann man auch mal Geld holen. Okay. Die kann ich mir nicht leisten. Ich bin arm. Den hier noch einmal. Ne, nicht den. Was der hier, ne? Mit 8 Minuten. Ja. Den noch einmal laden. Und ich würde sagen, das Laden weiterentwickeln. Ja. Ich würde jetzt sagen, das war's für heute. Mal hier raus. Okay, danke schön. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.